Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Oh. Wir sind's nur. Ich habe den Inquisitor mitgebracht. Mein Name ist Stroud. Zu euren Diensten, Inquisitor. Noch ein Verbündeter wäre gut. Wie hängt das alles zusammen? Ich will Informationen. Wir sind freundlich. Ich nehme jede Hilfe an, die ich bekommen kann. Ich weiß, die Wächter haben ihre eigenen Probleme. Was ich mich allerdings frage ist... Könnten diese Probleme vielleicht irgendetwas mit Korypheus zu tun haben? Ich fürchte schon. Als mein Freund Hawk Korypheus erschlagen hat, war Weißhaupt froh, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Aber ein Erzdämon kann Wunden überleben, die tödlich erscheinen. Und ich befürchtete, Korypheus könnte dieselbe Macht besitzen. Meine Nachforschungen brachten Hinweise ans Licht, aber nichts Konkretes. Und nicht viel später begann jeder Wächter in Orlais den Ruf zu hören. Beim Erbauer. Warum habt ihr mir das nicht erzählt? Es war eine Angelegenheit der Grauen Wächter. Ich war durch meinen Eid zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ruf das Bedeutungslose? Der Ruf kontrolliert sie? Hier, was ist der Ruf? Ist dieser Ruf eine Art Ritual der Grauen Wächter? Der Ruf sagt einem Wächter, dass ihn die Verderbtheit bald überwältigen wird. Es beginnt mit Träumen. Dann kommt das Flüstern im Kopf. Der Wächter verabschiedet sich und geht in die tiefen Wege, um im Kampf den Tod zu finden. Und jetzt hört ihn jeder graue Wächter in Orlais? Sie denken, sie müssten sterben? Ja, und vermutlich ist Korypheus der Grund dafür. Wenn die Wächter fallen, wer stellt sich dann der nächsten Verderbnis entgegen? Das ist unsere größte Angst. Also kontrolliert Korypheus sie nicht. Er täuscht sie mit diesem Ruf und sie fallen darauf herein. Die Wächter sind verzeiht, die Wächter haben Angst, die Wächter sind töricht. Zuerst einmal hier. Ist Korypheus dazu fähig? Ist der Ruf, den Sie hören, real? Oder ahmt Korypheus ihn irgendwie nach? Ich weiß es nicht. Selbst als leitender Wächter hatte ich über Korypheus nicht viel mehr als vages Geflüster gehört. Die Wächter glauben, dass dieser Ruf real ist und werden entsprechend handeln. Das ist alles, was wir mit Gewissheit sagen können. Okay, und seid ihr davon betroffen? Wie ist das möglich? Hier. Seid ihr betroffen, junger Mann? Ich glaube, das ist falsch. Er ist älter als ich. Ihr sagtet, sämtliche Wächter würden den Ruf hören. Schließt das euch mit ein? Bedauerlicherweise ja. Er lauert wie ein Wolf in den Schatten, die ein Lagerfeuer umgeben. Die Kreatur, die diese Musik erschafft, hat die Liebe des Erbauers nie kennengelernt. Aber manchmal... kann ich sie beinahe verstehen. Wir müssen herausfinden, was Korypheus getan hat und dem ein Ende setzen. Das darf so nicht weitergehen. Wie ist das möglich? Wie schafft Korypheus es, dass all diese Wächter den Ruf hören? Das kann ich euch nicht beantworten. Wir wissen nur wenig über ihn, abgesehen davon, dass er gefährlich ist. Er ist ein Magister und gehört zur dunklen Brut. Und er spricht mit der Stimme der Verderbnis. Dies gestattet es ihm, den Verstand der Wächter zu beeinflussen... da auch wir mit der Verderbnis verbunden sind. So muss er diesen falschen Ruf hervorgebracht haben. Okay, die Wächter sind verzweifelt, die Wächter haben Angst. Ich glaube, eher verzweifelt. Sie denken, sie werden sterben, also müssen sie handeln. Die Wächter führen also einen letzten verzweifelten Angriff gegen die dunkle Brut. Wir sind die einzigen, die einen Erzdämon töten können. Ohne uns wird die nächste Verderbnis die ganze Welt verschlingen. Kommandantin Clarell sprach von einem Blutmagie-Ritual, mit dem wir zukünftige Verderbnisse verhindern könnten, bevor wir untergehen. Als ich diesen Plan als Wahnsinn bezeichnete, wendeten sich meine eigenen Kameraden gegen mich. Die Grauen Wächter versammeln sich hier, in den Westgraten. Okay. Es ist ein alter Ritualturm Tevinters. Trefft euch dort mit mir, dann werden wir unsere Antworten erhalten. Lasst uns gehen. Gut. Okay, der ist noch da. Durchsuchen.
Bezüglich des Rufes. So viele weigern sich, über ihn zu sprechen, doch wie sollen wir ihn erkennen und begreifen können, wenn wir alles für uns behalten? Der Ruf ist, das am Rande meines Verstandes flüstert, ist kein Makel auf meiner Seele, sondern Kennzeichnung eines Lebens, das wir im Dienste eines höheren Ziels verbrachten. Okay, wenn alles, was existiert, vom Erbauer stammt, ist dann nicht auch dies Teil seines Plans? Könnte der Ruf nicht ein Geschenk sein, eine letzte eindringliche Melodie, die uns mit offenen Herzen ins Jenseits schickt? Könnte er nicht sein Lied sein? Beinahe wie eine Stimme kratzte die Musik an meinen Gedanken, gleichermaßen unheilig wie schön. Ich habe mich vor ein paar Tagen dabei ertappt, wie ich sie laut gesummt habe. Wo sie mir einst fremd erschien, fühlte sie sich nun wie einen natürlichen Teil meines Geistes an. Sie rankte sich um Erinnerungen, die mir teuer sind. Die Übungsstunden mit Sir Keller, die Ausritte im Mondlicht, das Gesicht meiner Mutter, als ich sie zum letzten Mal sah, und dringend in sie ein, sodass ich fast schwören konnte, diese Musik. Als ich sie zum letzten Mal sah und dringte in sie ein. Also, ja, das klingt falsch, wenn ich das so vorlese. Sodass ich fast schwören könnte, diese Musik, dieses Gefühl einer Präsenz, die mich beobachtet und nach mir rufte, sei schon immer Teil dessen gewesen, woran ich mich erinnere. Ich denke, das ist es, wovor uns die leitenden Wächter gewarnt haben. Er sollte es nicht schön finden. Er muss mich an die Verderbtheit erinnern und erkennen, dass mein Verstand langsam die Fähigkeit verliert, zwischen dieser Welt und dem, was sie zu vernichten suchte, zu unterscheiden. Ich muss es und ich kann es. Ich werde es den Wächtern morgen erzählen. Ich habe ihre Blicke gesehen und denke, sie wissen es bereits. Ich werde den Ruf Folge leisten und in die Tiefe Wege gehen, um mit den Zwergen zu sterben, kämpfend, wie es ein grauer Wächter tun sollte. Aber wenn ich schon sterben werde, kann ich dann nach allem, was ich gegeben habe, nicht zumindest die Schönheit des Liedes genießen? Die letzten Seiten aus an meiner Brüder und Schwestern bei den Wächtern von Sir Marjorie Beron. Hoffen wir mal, dass so ausgesprochen wird. Oder, Moment. Also, ich dachte, der kommt mit. Stroud. Wir sollten so schnell es geht zum Ritualturm in den Westgraden aufbrechen, euer Gnaden. Nachforschen. Erzählt mir von Clarel. Clarel ist die Kommandantin der Wächter, richtig? Wie ist sie so? Sie war einmal eine gute Wächterin. Sie gehörte zu jenen, die von König Kaelin vor der Verderbnis um Hilfe gebeten wurden. Sie hat immer bereut, damals nicht geholfen zu haben. Als der Ruf kam, hörte Clarel nicht mehr auf den Rest von uns. Nur Magie kann dieses Problem lösen, hat sie gesagt. Korypheusi? Denkt ihr, Korypheus benutzt den Ruf, um sie zu kontrollieren? Das ist schwer zu sagen. Auch ich habe das Flüstern des Rufs gehört. Aber nur als Geräusch, nicht als Worte. Und ganz sicher nicht als Befehle. So oder so, die Schuld liegt bei ihr. Sie ist die Kommandantin der Wächter. Sie sollte niemandem gehorchen, außer Weißhaupt. Okay, erzählt mir von den Wächtern. Wie ist es, ein Wächter zu sein? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es ist lange her, dass ich etwas anderes war. Es wird zu eurem Lebensinhalt. Ihr spürt die dunkle Brut auf, vernichtet sie und sorgt dafür, dass niemand je erfährt, wie nah sie ist. Wusstet ihr von Korypheus? Korypheus war in einem Gefängnis der Wächter, richtig? Ihr müsst doch irgendetwas über ihn wissen. Ich weiß nur wenig. Und das auch nur wegen meines relativ hohen Rangs. Die meisten Wächter haben nie von ihm gehört. Als ich andeutete, Korypheus könnte etwas mit dem Ruf zu tun haben, wandten sich die Magier der Wächter gegen mich. Ich habe einige dieser Wächter selbst ausgebildet. Wüsste ich mehr über Korypheus, würde ich es euch sagen, euer Gnaden. Euer Gnaden muss es sein. Wir unterhalten uns später. Euer Lordschaft, euer erhabene, inquisitionsführende Persönlichkeit, das reicht vollkommen aus. Euer Gnaden, das klingt so... Keine Ahnung, und was gerade...
Sind wir in Westgrade? Nein, oder? Wir sind im Kammwald. Westgrade, Westgrade. Das ist... Da! Okay, wir ansehen und die Westgraden da drüben? Verdammt, was ist näher? Aha. Ah, gut, gehen wir hier. Dann reiten wir rüber? Oder reicht meine Ausdauer jetzt schon, dass ich einfach rüber stolzieren kann? So, tak, 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 tak. Dämonen des Zorns sind anfällig für Kälteschaden. Ja. Aufstieg. Ich suche noch immer nach dem, der mich leitet. Kannst du sie wecken, meine Kraft, mich zu wehren? Soll sich das reimen? Denn ich habe keinen Reim gesehen. Weder ein Haus noch eine Maus. Ha ha ha. Oh Gott, ich bin... Ich sag nichts dazu, okay? Ich bin kein guter Reimer. Oder Dichter. Ich bin kein Shakespeare. Inquisitor, es gibt neue Entwicklungen. Und shake kein Bier. Oh Gott. Nee, manchmal ist es echt zu viel. So ein Schwachsinn, dass ich ab und zu da raushaue. Gut. Ich glaube, es ist das da, oder? Ja. Wow, wow. Nix da. Nix. Wow, wow, wow. Und warum ist er abgestiegen? So, hier. Wir speichern kurz. Mhm, die sind alle bei mir. Also rein mit uns. Gut, dass ihr hier seid, Inquisitor. Ich fürchte, sie haben bereits mit dem Ritual begonnen. Das muss Blutmagie sein. Ich hoffe, wir können sie aufhalten, bevor noch mehr Leute zu Schaden kommen. Ihr geht vor. Ich gebe euch Deckung. Dankeschön. Ah, Hawk. Es war schön, du zu sein im zweiten Teil. Ob wir unser grauer Wächter wiederfinden? Von damals? Nein, wartet! Kommandantin Clarells Befehle waren eindeutig. Das hier ist falsch. Denkt an euren Eid. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit. Es tut mir leid. Im Tode. Oh. Gut. Und jetzt bindet ihn, wie ich es euch gezeigt habe. Ob es das ist, was ihr wollt? Inquisitor, welch unerwartetes Vergnügen. Lord Livius Arimond von Virantium, zu euren Diensten. Ihr seid kein Wächter. Aber ihr... Ihr seid derjenige, der Clarell entkommen ist. Und jetzt wollt ihr und der Inquisitor mich aufhalten. Nun, ich bin sehr gespannt. Wächter, hintergeht euch. Ihr habt schon vorgearbeitet. Ich fürchte eure Freunde nicht. Wächter, er hintergeht euch! Wächter, dieser Mann belügt euch. Er dient einem uralten Magister aus Tevinter, der eine Verderbnis entfesseln will. Das ist eine äußerst ernste Anschuldigung. Mal sehen, was die Wächter darüber denken. Wächter, Hände hoch! Hände runter! Korypheus beherrscht ihren Verstand. Sie haben sich das selbst angetan. Wisst ihr, der Ruf hat den Wächtern Angst gemacht, also suchten sie überall nach Hilfe. Sogar in Tevinter.
Ja, und da mein Meister den Ruf in ihre kleinen Köpfe gepflanzt hatte, waren wir Venatori bereit. Voller Mitgefühl ging ich zu Clarell und gemeinsam ersannen wir einen Plan. Eine Dämonenarmee aufstellen, in die tiefen Wege ziehen und die alten Götter töten, bevor sie erwachen. Das sah ich in Redcliff. Ah, diese Dämonenarmee. Ihr habt sie getäuscht. Das sah ich in Redcliff. Korypheus, der mit einer Dämonenarmee durch Orlais zieht? Diese Zukunft habe ich in Redcliff gesehen. Und jetzt wisst ihr, wie es beginnt. Das Bindungsritual, das sich die Magier der Wächter lehrte, hat leider einen Nebeneffekt. Sie sind jetzt Sklaven meines Meisters. Das hier war nur ein Test. Sobald die restlichen Wächter das Ritual vollzogen haben, wird unsere Dämonenarmee ganz Thedas erobern. Lass die Wächter gehen, ihr habt keine Chance. Ihr seid tot. Aber zuerst einmal, Korypheus hat das bewirkt. Die alten Götter töten? Warum? Warum Dämonen? Was habt ihr davon? Zuerst einmal hier, warum sollten die Wächter versuchen, die alten Götter zu töten? Eine Verderbnis beginnt, wenn die dunkle Brut einen alten Gott findet und ihn durch ihre Verderbtheit in einen Erzdämon verwandelt. Würde sich allerdings jemand durch die tiefen Wege kämpfen und die alten Götter töten, bevor sie verderbt werden können... Puff! Keine Verderbnis mehr. Niemals. Die Wächter geben ihr Leben und retten die Welt. Das ist Wahnsinn! Soweit wir wissen, könnte der Tod der alten Götter alles noch schlimmer machen! Nun, dann ist es ja gut, dass ich Ihnen diese Dämonenarmee nehme. Okay. Korypheus hat das bewirkt? Also hat Korypheus die Wächter beeinflusst und zu diesem Ritual getrieben? Getrieben? Nein. Alles, was ihr hier seht, die Blutopfer, um die Dämonen zu binden. Die Wächter taten es aus freien Stücken. Angst ist ein starker Antrieb. Und sie waren äußerst verängstigt. Ihr hättet sehen sollen, wie sich Clarell mit der Entscheidung gequält hat. Die Bürde des Anführers nehme ich an. Okay, den erforschen. Aber warum Dämonen? Warum sollte Clarell riskieren, Dämonen einzusetzen? Dämonen müssen nicht essen, ruhen oder heilen. Sobald sie gebunden sind, werden sie niemals zurückweichen oder einen Befehl in Frage stellen. Sie sind die perfekte Armee, um sich durch die tiefen Wege zu kämpfen. Oder durch Orlais, nun da sie an meinen Meister gebunden sind. Und was habt ihr davon? Wollt ihr die Welt wirklich der Verderbnis zum Fraß vorwerfen? Was habt ihr davon? Der Älteste beherrscht die Verderbnis. Er wird nicht von ihr beherrscht, wie die stumpfsinnige dunkle Brut. Und wer denkt, die Verderbnis sei unkontrollierbar, der irrt. Sie ist einfach nur ein Werkzeug. Irgendjemand hier ist definitiv ein Werkzeug. Und was mich betrifft, während der Älteste aus der goldenen Stadt heraus herrscht, werden wir, die Venatori, seine Gottkönige auf der Welt sein. Lass die Wächter gehen. Befreit die Wächter von der Bindung und ergebt euch. Ich sage es euch nicht noch einmal. Nein, das werdet ihr nicht. Der Älteste hat mir gezeigt, wie ich mit euch fertig werde, falls ihr töricht genug seid, euch erneut einzumischen. Dieses Mal, das ihr tragt? Der Anker, der euch unbeschadet durch den Schleier lässt? Ihr habt ihn meinem Meister gestohlen. Er war gezwungen, nach anderen Wegen ins Nichts zu suchen. Wenn ich ihm euren Kopf bringe, wird sein Dank Das könnt ihr knicken. Tötet sie! Okay, da ihr Magier seid, einmal das hier und dann... Jetzt! Oh, komm schon! Sehr gut. Sie wollten einfach keine Vernunft annehmen. Es tut mir leid. Ihr hattet recht. Durch ihr Ritual sind die Magier jetzt Korypheus Sklaven. Und die Krieger der Wächter? Richtig. Sie wurden für das Ritual geopfert. Welch eine Verschwendung. Sie wurden getäuscht. Wie konnten sie das nur tun? Sie sind zu weit gegangen. Sie wurden sowas... Ja,
wie gesagt, Angst. In der Angst macht der Mensch viel Schwachsinn. Arimond hat die Wächter belogen. Sie haben nur versucht, künftige Verderbnisse zu verhindern. Mit Blutmagie und Menschenopfern. Ja, er heißt es auch. Die Wächter lagen falsch, Hawk. Aber sie hatten ihre Gründe. So wie alle Blutmagier. Jeder hat eine Rechtfertigung für seine falschen Entscheidungen. Und nie ist sie von Bedeutung. Letztlich zählt allein das, was man getan hat. Ich denke, ich weiß, wo die Wächter sind, Euer Gnaden. Arimond ist in diese Richtung geflohen. Dort liegt eine aufgegebene Festung der Wächter. Adamant. Ausgezeichnete Arbeit, das leuchtet ein, findet sie. Wir loben ihn. Das klingt plausibel. Die Wächter und ich werden Adamant auskundschaften und sicher gehen, dass die anderen Wächter dort sind. Wir treffen uns dann in der Himmelsfeste. Wie meinen? Und warum ist Aramant? Also, warum haben wir Aramant? Hieß der Aramant? Die Festung Adamant. Ja, aber Emilio? Nein, wie hieß der Typ? Und der ist... Oh mein Gott, er wurde getroffen und ist hier hinten hingegangen. Wenn er nicht einfach runtergeklettert ist und auf dem Boden aufgeklatscht, dann kann man eigentlich schwer untersuchen. Brief eines Magierin der Grauen Wächter. Michene? Genau. Ich traue diesem Ritual nicht, von dem er Clarell redet. Seid ihr sicher, dass es ungefährlich ist? Habt ihr je Blutmagie eingesetzt? Mich kümmert nicht, was die Kirche sagt. Ich bezweifle ohnehin, dass sie den Beitritt gutheißen würde, wenn sie alles über uns wüsste. Aber meine Familie hat nahe der Grenze gegen Sklavenhändler aus dem Winter gekämpft. Und dieser Arimond, so hieß er, Arimond, klingt nach allem, was im Reich falsch läuft. Ich werde bei eurer Rückkehr auf euch warten. Wenn ihr mir dann in die Augen sehen und mir sagen könnt, dass das Ritual ungefährlich ist, werde ich nie wieder ein Wort darüber verlieren. Wenn nicht, kommt bitte einfach wohlbehalten zurück. Chernoff. Sorry, Kleines. Der kommt nicht wieder. Gut, dann müssen wir jetzt in die Himmelsfestung gehen. Weltkarte, hier haben wir nichts mehr. Himmelsfeste. Ab hier wartet der Abgrund. Oh, hoffentlich nicht so lange. Also hoffentlich müssen wir nicht so lange warten. Und knallhart in der Oberstadt, Kapitel 8. Don Branne Nockoff ließ seine Partner mein Gott. Diese Namen manchmal nutzt die Suche, um nahe Werkstoffe hervorzuheben, um Materialien leichter aufzuspüren. Keine Heldenteilung und Trennung. Ich habe in der Zwischenzeit nach einer Mod gesucht, die es mir erlaubten, Modifikationen, also heißen die so? Ich muss nachher sehen, wie die heißen. Aber die Waffenrüstungsmodifikation automatisch von der Kiste zu nehmen, die bei uns in der Krypta steht. Oder besser gesagt, alles, was ich da rein tue, irgendwie zu verwenden, auseinanderzunehmen und so weiter und so fort. Dazu habe ich nichts gefunden. Wenn irgendjemand irgendeine Mod weiß, die das erlaubt, dass uns nicht alles in den Taschen, dass wir nicht alles in den Taschen haben müssen. Ich will nicht, sagen wir es mal, unendlich. Hättest du mit dieser Tändelei gerechnet? Nein, mir sind Skandale des Hochadels lieber. Das hier ist längst nicht so aufregend. Seid vorsichtig, wenn euch jemand hört. Okay, was sollte ich sagen? Ach ja, ich habe irgendwelche Mods gefunden mit unendlich viel Lagerplatz. Brauche ich nicht. Oder besser gesagt, will ich nicht. Und warum gehe ich in die Krypta? Ich will einfach, dass das Lager hier verwendet werden kann. Nicht zum Beispiel irgendwo außerhalb der Himmelsfeste, da wo man Rüstungen zusammencraften kann, dass man auch da Zugriff drauf hat. Das muss nicht unbedingt sein, aber wenigstens die Kiste da, dass man sich das sparte, ja, alles zusammen zu schustern und zusammen zu
Okay, kurz Pause zu speichern. Dieser Venatori-Magier ist wirklich in der Festung Adamant. Im Ratsraum prüfen Sie schon die Angriffsoptionen. Danke fürs Kommen. Gute Arbeit, Varric. Der Inquisitor ist genau das, was wir brauchen. Oh, es war toll. Mordlustige Wächter, Erzdämonen, Blutmagier und verrückte Templer. Fast wie zu Hause. Ich weiß, wie ungern ihr Kirkwall verlassen habt. Das ist der Arsch von Thedas. Die essen Schnecken hier. Trotzdem, ich muss das hier zu Ende bringen. Ohne Bartrand und mich wäre das alles nicht passiert. So viel zum Thema Leben verändern. So ist das, wenn man versucht, etwas zu verändern. Dinge ändern sich. Ihr könnt es nicht immer kontrollieren. Ja, das stimmt. Wir sprechen nochmal. Hey, Hawk, mein Freund, alles klar? Die Wächter sind tatsächlich in der Festung Adamant, Inquisitor. Euer Stab hat meinen vollständigen Bericht. Ah, danke schön, danke schön. Gehen wir da rein und erledigen die Sache. Glaube ich. Okay, aha. Haben wir hier irgendetwas? Und, wie soll ich sagen? Pascal hat mir die Illusion geraubt, die dunkle Brut an der Sturmküste wurde zurückgedrängt. Beten wir dafür, dass sie nicht zurückkommt. Ja. Wie soll ich sagen? Pascal hat mir die Illusion genommen, dass ich alle Aufträge gemacht habe. Es werden neue kommen. Wie zum Beispiel ein Test der Standhaftigkeit und der Bande? Oh. Nein, Moment. Ressourcen, das ist neu. Kostet 20. Hier wartet der Abgrund. Die Festung Adamant hat unzählige Angriffe der dunklen Brut standgehalten, ohne dabei je zu fallen. Die grauen Wächter, die ihre Mauern verteidigen, sind legendäre Krieger, um zu verhindern, dass die Kommandantin der Wächter Clarell eine Dämonenarmee erschafft, brauchen die Inquisitionstruppen Belagerungsmaschinen, die mächtig genug sind, die Verteidigung Adamants zu durchbrechen. Empfohlene Stufe 12 bis 15. Oh. Wir sind Stufe 25. Das also. Wollte ich euch noch erzählen, Kommandant. Ja? Die Soldaten, die der Herold im Pfahlbruch gerettet hat, sind vor einer Stunde eingetroffen. Dem Erbauer sei Dank. Wir können gute Neuigkeiten brauchen. Gut, hier, auswählen. Festung Adamant hat der dunklen Brut seit der Zeit der zweiten Verderbnis getrotzt. Das heißt, sie wurde vor dem Zeitalter moderner Belagerungsgeräte erbaut. Ein gutes Tribok reißt große Löcher in diese alten Mauern. Und dank unserer werten Botschafterin. Lady Sarah von Jada leiht der Inquisition ihre Pioniere. Sie haben die Tribox schon in Stellung gebracht. Das ist die gute Nachricht. Ja, aber was ist mit Dämonen? Vernichten wir sie? Ich höre. Oder was ist mit den Dämonen? Nein, ich höre. Und die Schlechte? Für Arimond war das Ritual in den Westgraten ein Test. Gut möglich, dass er in der Festung schon sein Dämonen hersammelt. Unsere Truppen können das Tor nehmen, aber wenn die Wächter schon ihre Dämonen haben... Ich habe Baupläne von Adamant gefunden. Es gibt einige Engstellen, die wir nutzen könnten, um das Schlachtfeld zu begrenzen. Sehr gut. Wir können sie vermutlich nicht direkt besiegen. Aber wenn wir ihren Nachschub kappen, kommt ihr vielleicht an Kommandantin Clarell heran. Das wird ein Blutbad. Gibt es keinen anderen Weg? Tun wir es... Gute Lösungen. Wir versuchen, gute Lösungen zu finden. Wir belagern also eine legendäre Festung voller Dämonen? Es wird ein harter Kampf, keine Frage. Aber wir öffnen dieses Tor. Außerdem wäre es möglich, dass einige Wächter unserer Sache gewogen sind. Vielleicht lassen die Krieger mit sich reden, aber sie werden sich kaum offen gegen Clarell wenden. Die Magier sind allerdings Sklaven von Corypheus. Sie kämpfen bis zum Tod. Unsere Belagerungsmaschinen und Truppen sind bereit, Inquisitor. Auf euren Befehl wird Adamant fallen. Okay, hier wartet der Abgrund. Die Festung Adamant hat uns... Moment, ein kurzer Moment. Ihr alle, wir schicken sie mal los damit. Ein Brief, der das Siegel eines niederen Lords trägt. Wer die dunkle Brute entdeckt hat, ist unwichtig, eure Gnaden. Versprengte Gruppe.
Köpfen wie diese sind beileibe nichts Ungewöhnliches. Wir verstehen zwar durchaus, dass ihr diese Dinge nicht auf Handelsrouten dulden könnt, die ihr zu nutzen gedenkt, doch bedauerlicherweise können wir nicht zulassen, dass fremde Truppen unsere Ländereien durchqueren. Stattdessen erbitten wir eure Erlaubnis, unter eurem Banner zu handeln. Es ist ein Risiko, das zu tragen wir bereit sind, da sich eine derartige Partnerschaft verbunden mit dem zu erwartenden Statusgewinn für uns auszahlen wird. Im Gegenzug versprechen wir euch Ressourcen, wenngleich wir hinsichtlich eures größeren Kampfes weiterhin lediglich Beobachter bleiben werden. Ich hoffe, ihr versteht das. Lord Pressmont Alls, glaube ich. Unter dem Brief finden sich noch eine Notiz von Cullen, an uns herangetragen von Shatterland und seiner Bande. Einfach reizend. Brauchen wir solche Verbündete? Entsendet unsere Truppen. Reagiert mit einer kleinen Gruppe und gebt diesen Narren keinen Grund, sich aufzuplustern. Shatterland und seine Bande dürften uns in dieser Angelegenheit gute Dienste leisten. Er versucht, einen Vorteil aus der Situation zu ziehen. Dieses Angebot ist mit Vorsicht zu genießen und doch hat es einen gewissen Wert. Nö, wir schicken Sutherland. Dann wollen wir doch mal sehen. Die werden das schon gut machen. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, in der nächsten Folge geht's weiter mit Hier wartet der Abgrund. Dann treten wir Wächterärsche in den Arsch. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.